war auch was, ich sage mal im letzten Jahr, was mir sehr stark emotional mitgenommen war, hat. Und das war das Thema Flüchtlinge. Und zudem habe ich einen Rap-Song geschrieben oder sowas in die Richtung. Ich habe ihn Zahlen getauft. Täglich sterben Menschen, doch wir sehen nur die Zahlen. Kleine Buben und Mädchen, doch wir sehen nur die Zahlen. Verschlossene Seelen sehen nur die Zahlen. Und ich frage mich seit Jahren, wenn unsere Herzen starben. Schiffe versinken im toten Meer der Süßen in Hoffnung. Bitter ist der Nachgeschmack der blühenden Ordnung. Wir sehen ertrinkende Menschen als globale Bedrohung und Krawattenfetzen, die hetzen als Orakel der Hofburg. An Küsten und Grenzen bauen wir Mauern und Zäune. Verurteilen Schlepper, die schleppen, doch wir versäumen. Die Henker, die richten, sind die Schmiede des Todes. Die Ketten, die dichten, erdrücken uns selbst von oben. Der goldene Käfig, den wir panisch bewachen, Himmel und Hölle auf Erden von uns selbst erschaffen. Ein System gebaut auf weit entfernten Sklaven, wir verschwenden dafür kaum einen weiteren Gedanken. Jetzt, wo unsere Sklaven auf unseren Türen warten, sind sie selbst schon schuld an unseren Nachfragen. Als Bush den auszubauen, haben wir geschwiegen, weil uns die verkohlten Ölpreise gefielen. Und so sterben täglich 1000 Menschen, doch wir sehen nur die Zahlen, kleine Buben und Mädchen, doch wir sehen nur die Zahlen. Verschlossene Seelen sehen nur die Zahlen und ich frage mich seit Jahren, wenn unsere Herzen starben. Billiglohnländer produzieren jeden Scheiß, den niemand braucht, Hauptsache es wird uns wieder teuer verkauft. Unser gesamtes Outfit, made in Bangladesch, egal ob Louis Vuitton oder H&M. Wir zerpflücken die Erde, hinterlassen nur die Leere, vergiften die Meere, so viel zu unserer Ehre. Wir verkaufen Waffen an beide Parteien und verdienen dann auch noch bei Medikamenteverteilen. Und die Medien stören Ängste, statt aufzuklären, geknebelt von dem Konzern, der sie ernährt, unterstützt von Politikern, die nur sich selbst verehren und allen anderen weltweit das Leben erschweren. Ich freue mich an den Tag, wenn das alles vergeht, wenn sich der Atomstaub legt und wir endlich verstehen, es sind nicht die Taliban und nicht der IS, die Schöpfer des Terrors, wir sind es. Denn täglich sterben Menschen, doch wir sehen nur die Zahlen, kleine Buben und Mädchen, doch wir sehen nur die Zahlen, verschlossene Seelen sehen nur die Zahlen und ich frage mich seit Jahren, wann unsere Herzen starben. Das war's.